Hallo zusammen, heute möchte ich euch zeigen, mit welchem Waschmittel ich meine Wäsche wasche und die Spülmaschine bei mir benutze. Ja, ich hatte vor einigen Monaten eine kurze Unterhaltung mit meinem ältesten Sohn. Es ging darum, ich hatte Spülmaschinentabs vom DM gehabt, wie immer. Und ich passe halt immer auf, dass die keiner anfasst. Ja? Das ist halt so viel Chemie drin, sollten die kleinen Kinder lieber nicht anfassen. Und mein Kleinster, der ein Jahr alt ist, er könnte es vielleicht mit Süßigkeiten verwechseln und essen. Also bin ich immer darauf bedacht, immer aufzupassen, dass kein Kind das in die Hand bekommt. Und da fragte mich der Große eigentlich, Mama, warum hast du immer Angst, dass wir es anfassen? Weil die wollen mir dann helfen, wollen die Packung aufmachen und es halt in die Spülmaschine reintun. Ich sage dann immer, nee, das mache ich selbst, weil ich habe eh sowieso immer Handschuhe an und das mache ich selbst. Dann habe ich ihm erklärt, das ist nur Chemie und wenn du das anfasst, ist es nicht so gut. Steht auch sogar auf der Verpackung drauf, Fernhalten von Kindern. Und wie gesagt, das ist Chemie und dann musst du dir die Hände waschen, das ist nicht so gut. Und da meinte er, ja, aber wenn das Chemie ist und du spülst damit unser Geschirr, dann klebt es doch auf unserem Geschirr, also ist das doch nicht gut für uns. Da dachte ich, okay, kleines Kind, du hast recht. Ich habe mir dann Gedanken gemacht, habe recherchiert, was kann ich eigentlich machen, was halt nicht so schädlich ist. Im Reformhaus gibt es Spülmittel und Waschpulver und so weiter, die nicht so schädlich sind oder nicht so viele Inhaltsstoffe haben wie jetzt im normalen Supermarkt. War ich aber trotzdem nicht zufrieden, habe nochmal recherchiert im Internet und habe eine ganz tolle Seite gefunden, die heißt, upsala, die heißt smarticola.net. Ich werde es euch nochmal einblenden, da kann ich euch auf jeden Fall raten, gerade an alle Hausfrauen, guckt mal da rein. Die haben so tolle Tipps für Haushalt, für alles. Vieles selbst gemacht und wirklich richtig gute Tipps, also mir gefällt die Seite ganz gut. Ich habe da herausgefunden, ich habe da jetzt recherchiert und dort gefunden, wie ich mein Waschpulver selber herstelle, wie ich mein Spülmaschinenpulver selber herstelle. Es ist total günstig, es geht total einfach. Ihr wisst, ich habe drei kleine Kinder, ich habe sehr viel zu tun, sehr viel Stress am Tag. Und anfangs dachte ich, oh nee, das dauert bestimmt voll lang, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Also einfacher ist es natürlich, das einfach zu kaufen. Aber ich möchte auch, dass meine Kinder, wenn sie ihre Klamotten anziehen, da jetzt nicht mit diesem chemischen Zeug da ummantelt ist. Oder wenn ich das Geschirr spüle, ich habe ja eine Spülmaschine, dann hat das immer so einen dünnen Film. Also achtet mal darauf, wenn ihr eine Spülmaschine habt. Ich habe da immer das Gefühl, da ist so ein dünner Film drauf von diesem Waschpulver oder Waschmittel halt. Seitdem ich das Selbstgemachte benutze, ist gar kein dünner Film mehr auf dem Geschirr. Also es fühlt sich richtig quietschesauber an. Das ist halt der Vorteil. Der Vorteil ist halt kein Chemiezeug, selbst gemacht, es ist günstig, es dauert auch nicht lang. Einzigster Nachteil ist, es wird nicht alles picobello sauber wie vorher. Also die Wäsche wird, ich habe halt auch viele hartnäckige Flecken von den Kindern, die gehen nicht so wirklich raus. Da habe ich eine bestimmte Seife, die werde ich euch einblenden. Da wasche ich das halt vor, das ist halt der einzigste Nachteil, wo es dann länger dauert, weil ich es halt vorher nochmal einweichen muss. Jetzt kommt gleich ein Kind hier rein. Oder auch nicht. Ich habe eine grüne Seife aus Tunesien, die ich benutze. Es gibt auch andere Seifen aus dem Reformhaus, die könnt ihr auch benutzen. Oder es gibt die Möglichkeit, einfach Waschsoda und Wasser in einen kleinen Eimer, das Kleidungsstück von dem Kind oder vom Erwachsenen, was halt wirklich voll verdreckt ist, da reingeben über Nacht. Das wird dann eingeweicht, das kannst du nochmal mit der Hand dann so zerreiben, ab in die Waschmaschine, dann ist es sauber. Das ist wirklich kein Problem. Wenn es dir wichtig ist, dass deine Kinder saubere Wäsche haben, die nicht vollgestopft ist mit Chemie, also wie kann ich die Chemiezufuhr für meine Kinder, für meine Familie reduzieren, weil wir atmen die Chemie ja ein, wir essen sie, wir tragen sie, wir waschen uns damit. Wie kann ich das reduzieren? Und hiermit könnt ihr es auf jeden Fall reduzieren. Also, für die Waschmaschine braucht ihr Waschsoda. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich werde euch aber den Link nochmal unten reinsetzen, wo ihr das findet. Da steht nochmal alles ganz genau. Also für die Waschmaschine brauche ich Waschsoda. Das habe ich alles vom Rossmann. Kernseife, Natron, da habe ich mir den Eimer bestellt von Amazon. Kann ich euch auch nochmal unten verlinken. Und Spülmaschinensalz. Für weiße Wäsche braucht ihr Zitronensäure, aber ich benutze die Zitronensäure nicht, weil es halt die bunte Wäsche ausbleichen kann. Dann als Weichspülerersatz, also Weichspülerersatz, ich rede manchmal undeutlich, könnt ihr ganz normalen Haushaltsessig nehmen, also nicht diesen starken, diesen ganz normalen schwachen. Ich gebe den rein und gebe nochmal ein ätherisches Öl, das kann ich euch auch nochmal einblenden. Da habe ich eins vom Reformhaus, das riecht nach Jasmin. Aber die Wäsche riecht dann nicht so stark nach Jasmin. Also ihr braucht das ätherische Öl auch nicht. Also ich habe es jetzt ein paar Mal nicht reingetan. Die Wäsche stinkt nicht nach Haushaltsessig und die stinkt auch nicht. Das ist alles schön frisch und sauber. Wie gesagt, also wenn da nochmal Flecken sind, einfach Soda und Wasser reingeben mit, oder Seife nehmen, nochmal extra nochmal rauswaschen. Genau, also kurz vom, steht alles auf der Seite drauf. Ich zeige euch nochmal, wie ich das mache. Ich blende euch das nochmal kurz ein. So, hier habe ich schon mal die Küchenreibe, da habe ich jetzt die Seife
drauf gerieben, damit das nachher einfach besser aufgenommen werden kann von der Waschmaschine, wenn ihr dann die Wäsche wäscht. Und fertig, einfach nur reiben und dann das andere alles einfach zusammen mischen, also abwiegen, mischen. Ich gebe das jetzt hier in einen Behälter rein, tue das nochmal hin und her schütteln, dass es schön alles verteilt ist. Und fertig, dann, wenn ihr die Waschmaschine dann anmachen wollt, habe ich jetzt hier als Weichspülerersatz den Essig. Ich zeige euch erstmal das Waschpulver. Ja, ich nehme mir einfach einen Löffel und gebe mengenmäßig das gleiche rein, was ich auch vorher mit meinem herkömmlichen Waschpulver gemacht hatte, was ich halt normal gekauft hatte. Das könnt ihr dann, schaut euch das an nach Gefühl. Also man braucht eigentlich wirklich nicht so viel. Das gebe ich jetzt hier in diesen Behälter oder Vorrichtung oder wie das heißt, als Weichspülerersatz. Was auch sehr gut gegen Kalk ist dieser Essig, aber es steht auch nochmal auf der Homepage drauf. Ich habe jetzt hier Essigessenz genommen, die ist ziemlich stark, das ist aber verdünnt mit Wasser. Es gibt auch ganz normalen Haushaltsessig, den könnt ihr im Supermarkt finden, der ist schon verdünnt, der ist vielleicht besser, da müsst ihr nichts verdünnen. Dann gebe ich hier auch nochmal die Tropfen rein, muss aber nicht sein. Diese, ja, die halt, damit es gut riecht, die Wäsche. Und das ist die Gallseife. Damit tue ich nochmal die Wäsche, die stark verschmutzt ist, nochmal einreiben. Also ich mache die erstmal schön nass, weiche die ein, reibe das mit der Seife ein, lasse es über Nacht einfach in einem Eimer und dann gebe ich es einfach in die Waschmaschine. Genau, also so mache ich das jetzt für die Waschmaschine. Für die Spülmaschine ist auch total easy einfach. Zitronensäure nehmen, Soda, Natron und grobes Meersalz. Ich brauche nicht viel von beidem. Also ich benutze von beidem für die Spülmaschine ungefähr einen halben Teelöffel. Ich habe einen halben Esslöffel. Ich habe so einen Plastiklöffel, damit benutze ich das. Und für die Waschmaschine benutze ich auch ungefähr einen halben Esslöffel, auch nicht viel. Diese Mischung für die Spülmaschine, damit wasche ich auch nochmal mein Waschbecken und alles. Es wird richtig schön blitzeblank alles. Keine Kalkflecken. Was habe ich mir noch hier aufgeschrieben? Das war es eigentlich. Ist halt billig, effektiv und schonend, das zu benutzen. Nimmt ein kleines bisschen Zeit, aber es geht total schnell. Also wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder. Egal wie viel Stress du hast, das kannst du am Wochenende vorbereiten, in einem Eimer reingeben. Ich habe hier so einen Plastikeimer und dann hast du es. Ja, das war es eigentlich schon, mein Tipps. Ich kann euch raten, schaut euch mal die Homepage an von Smart Ticola. Das ist wirklich eine super Homepage mit ganz tollen Tipps. Ich hoffe, ich habe euch jetzt ja einen super neuen Tipp. Jetzt klingelt das Telefon, ist immer irgendwas los bei mir. Ja, ich wünsche euch alles Liebe, probiert es mal aus und lasst es mich wissen, ob es euch geholfen hat. Bis dann, tschüss!